Finde Shadow-Aufträge und nimm sie an, ist ein neuer Auftrag von den Starthilfe-Aufträgen. Und diese Shadow-Aufträge sind jetzt neu auf der Karte und sind überall verteilt. Und genau so sehen diese Aufträge aus. Das sind so kleine Stationen, da könnt ihr hingehen und hier so einen Auftrag annehmen. Ich zeig's mal ganz kurz, das wäre jetzt ein Auftrag für ein Fahrzeug. Und dann steht hier, spawn per Riss ein Fahrzeug in der Nähe. Lege innerhalb des Zeitlimits 500 Meter zurück, um Barren zu verdienen. Das ist halt der Auftrag, ihr müsst den einfach nur annehmen. Das ist eigentlich egal, ob ihr den jetzt macht oder nicht. Da zählt's auch schon 1 von 3. Und es ist an sich ganz easy, diese Aufträge zu finden, denn die sind halt einfach auf der Karte markiert. Man sieht die, aber nur ein Spieler kann diesen Auftrag machen und es gibt dafür auch eine kleine Karte, da sind alle markiert. Ich zeige die gerade hier, aber ich muss auch schon direkt sagen, die sind nicht immer zu 100% dort. Das heißt, es ist einfach Zufall, ob die Aufträge gerade da sind oder nicht. Da müsst ihr auch relativ schnell sein, aber an sich ist das ganz einfach. Wenn ihr diese Auftragstafeln irgendwo seht, geht einfach hin, nimmt den Auftrag an. Und so macht ihr dann hier diesen Finde-Shadow-Aufträge-Auftrag. Hier bin ich jetzt ein Stück weiter gefahren und da sieht man auch schon, gibt es den nächsten Auftrag. Wie gesagt, die sieht man auch, wenn man in der Nähe ist, auf der Karte markiert. Da ist so ein kleines Symbol und daran erkennt man halt diese Aufträge. Ich habe jetzt diese kleine Aufgabe abgeschlossen. Müsst ihr wie gesagt nicht machen, aber dadurch kann ich jetzt halt direkt nochmal den nächsten Auftrag annehmen. Ist sogar genau derselbe und dadurch habe ich jetzt 2 von 3 schon fertig.